Alles klar, Herr Stellin, ja. Ich gebe es gleich durch. Mhm. Und was mit morgen? Bis auf Weiteres. Aha. Ja, ich verstehe, ja. Hör zum Gruße. So, du gehst jetzt und schläfst ein paar Takte, ja? Mhm. Was wollten der? Hör mal zu. Ich unterbreche das Programm von Radio St. Augustin für eine wichtige Durchsage. Die Frühmesse fällt bis auf Weiteres flach. Pfarrer Kempfert ist, wie wir wissen, irgendwo zwischen Odenwald und den Pyrenäen. Und sein Stellvertreter Pfarrer Stellin ist durch dringende persönliche Angelegenheiten verhindert. Sie können also Ihren Mantel wieder ausziehen und Ihr Gesangbuch in der Nachttischschublade lassen. Es sei denn, Sie wollen es einmal auf eigene Faust versuchen, ohne Pfarrer und ohne Tamtam vor den Altar zu treten, um unseren Schöpfer guten Morgen zu sagen und ihm dafür zu danken, dass er den Tiefdruckausläufer über England kreisen lässt und uns ein Wetterchen beschert, von dem man nur träumen kann. Wolkenloser Himmel bei Temperaturen um 25 Grad. What a day for a daydream. Persönliche Angelegenheiten. Genau. Und jetzt geh und sag Frau Bebel und Herrn Stutz Bescheid. Stellin ist schon unterwegs. Sie sollen im Voraus auf ihn warten. Okay. Ciao. Alles klar. Herr Stellin traut sich nicht mehr her. Schon halb und weit und breit kein Pfarrer. Und keine Schwester Sophie. Sie sind doch schuld. Soeben erfahre, hat es Pfarrer Stellin nicht für nötig befunden, seinen Pflichten als Stellvertreter von Pfarrer Kempfert nachzukommen. Die Frühmesse fällt also leider bis auf Weiteres aus. Aber damit wir nicht ohne die Stärkung eines Bibelworts bleiben, in dieser unserer gottlosen Zeit, möchte ich uns wenigstens die Lesung vom heutigen Tag mit auf den Weg geben. Lässt Sie recht herzlich bitten, dass Sie ihr doch von der heiligen Grotte in Lourdes Wasser mitbringen. Ja? Nein, der Pfarrer Stellin ist nicht hier. Und die Schwester Sophie ist auch nicht da. Ja, was ist denn jetzt mit dem heiligen Wasser? Moin, Frau Bebel! Ach, guten Morgen! Ich habe Ihnen mal die Farbe mitgebracht. Aprikose, was meinen Sie? Hübsch. Ist ja auch viel billiger, haben Sie gesagt. Restposten. Zum christlichen Sonderpreis. Na ja, dann pinselt mal schön. Darf ich fragen, warum Sie uns hier warten lassen? Ich muss ab und zu mal daheim anrufen. Warum fragen Sie nicht einfach mich? Ich weiß über alles Bescheid, was in meiner Diözese vor sich geht. Und St. Augustin ist mein Hobby. Entschuldige, aber ich musste noch telefonieren. Warum hast du das nicht früher gemacht? Ja, weil früher noch alle in der Frühmesse sind. Wir fahren zum Kolosseum. Das nehmen wir unterwegs noch mit. Johannes, wenn du so weitermachst, sind wir Weihnachten noch nicht in Lourdes. Vielleicht reicht's ja sogar noch zum Aquädukt. Sie doch auf, Mann! Wird überhaupt. Wer hat denn diese entsetzliche Farbe ausgesucht? Rosa! Ich? Ach, das
ist nicht rosa. Das ist Aprikose. Aprikose? Warum nicht gleich Banane oder Apfelsine? Weil der Meister Stumpf 40 Dosen auf Lager hat und wir 50% Rabatt kriegen, damit ja. Sie loswerden. Und Sie? Sie drehen doch sowieso jede Mack zweimal in der Hand rum. Ich weiß nur eins. Wenn der Kämpfer reinkommt und das sieht, dann sieht er nicht Aprikose, sondern Rot. Ja, die Tomate. Ach, macht doch, was ihr wollt. Ich hab das Foto abgeholt. Es ist zwar nicht ganz scharf, aber dass die beiden scharf aufeinander sind, das kommt doch ganz deutlich. Hm? Stutz. Das ist doch Pfarrer Stellin und Frau Liebermann in Flagranti. Wo haben Sie denn das her? Ach, vom Jubiläum beim Kleintürzüchterverein. Ja, jetzt gucken Sie mich nicht so an. Glauben Sie, mir macht das Spaß? Ja, das glaube ich. Wissen Sie, dass Sie Ihre Nase so oft in die Angelegenheiten fremder Leute stecken, das ist schlimm. Aber dass Sie jetzt auch noch mit Ihrem Fotoapparat herumrennen, um Intimitäten abzulichten, das ist eine Schweinerei. Das war mein Fotoapparat. Ja, wie soll man dem Kämpfer denn sonst beweisen, was hier gespielt wird? Geben Sie her. Na, Moment! Jetzt ist aber Schluss! Meinen Sie nicht, dass diese beiden Menschen schon schlimm genug dran sind, auch ohne, dass Sie ihnen nachspionieren? Die Liebe soll eine Himmelsmacht sein. Eben, Herr, das haben Sie sehr schön gesagt. Himmelsmacht? Mit dem Himmel hat das hier bestimmt nichts zu tun. Das nicht, nein. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Rosa. Nicht gerade üblich, aber sieht ganz freundlich aus. Aprikose. Sonderangebot. Ja, dann. Ich bin eigentlich nur gekommen, um... Herr Pfarrer. Herr Händler. Bevor Sie hier hereingekommen sind, haben wir über Sie gesprochen. Ach ja. Ja. Über Sie und Frau Liebermann. Ja. Ich glaube schon. Nein, ich glaube nicht, nein. Ich habe es satt, dass seit Wochen hinter Ihrem Rücken über Sie und Frau Liebermann gesprochen wird. Ich meine, wenn wir schon, dann sollten wir das offen und ehrlich tun, ne? Frau Bebeler, was haben Sie zu diesem Thema zu sagen? Ja, Herr Pfarrer, ich habe das nicht so... Na ja, Mund, das ist... Sonst funktioniert das ja ganz prächtig. Ach, hören Sie doch auf, Herr Hähnlein! Was heißt hier hinterm Rücken? Schon ein ganz Eberfeld rum. Stutz! Das müssen Sie doch verstehen, Herr Pfarrer, dass das einfach nicht geht. Dass Sie und eine Frau... Ja, was haben wir denn verbrochen, Ihrer Meinung nach? Geben Sie her, das ist ja lächerlich. Na, nein. Vielen Dank, Herr Stutz, das ist sehr lieb von Ihnen. Das behalte ich als Erinnerung. Ich habe auch etwas für Sie. Das können Sie sich rahmen lassen und übers Bett hängen. Leben Sie wohl. Na ja, jetzt lesen Sie doch mal. Sehr geehrter Herr Wieden. Sehr geehrter Herr Bischof Neubauer, ich möchte Sie bitten, mein Gesuch um die Versetzung in den Laienstand an die Kurie in Rom weiterzuleiten. Eine Begründung für meine Entscheidung will ich Ihnen und mir ersparen. Die Wahrheit ist, dass ich mich als Mann und als Priester von der katholischen Kirche verlassen fühle. Wird gekündigt. Das kann der doch gar nicht. Das Datum ist vom 12. August. Das ist ja eine Woche her. Ach Gott.
arme Mann. Johannes! Lassen Sie ihn doch, wenn es Ihnen Freude macht. Ja, aber mir macht es keine Freude, Herr Silenius. Ich will nach Hause, verstehen Sie? Da werde ich nämlich gebraucht. Johannes! Nun komm endlich! Ich dachte immer, Sie sind Herr Neubauers bester Freund. Ach, nun nehmen Sie mal unsere Forzelei nicht so tierisch ernst, Herr Silenius. Das machen wir schon seit unserer Schulzeit so. Wenn Sie nur ein bisschen Feingefühl hätten, Herr Kempfert, nur ein bisschen, dann hätten Sie schon längst gemerkt, dass Herr Neubauer Ihre sogenannte Freundschaft ziemlich belastet. Ja. Er wollte es zwar geheim halten, aber wenn Sie zu unsensibel sind, selber darauf zu kommen, Bischof Neubauer ist schwer krank. Was? Er glaubt zwar immer noch, seine Anfälle kommen von seinem Kreislauf, aber Professor Moser hat keine Zweifel daran gelassen, dass diese Reise eigentlich unverantwortlich ist. Also, wenn Sie sein Freund sein wollen, dann nehmen Sie etwas Rücksicht, ja? Er hat Sie nur mitgenommen, weil er Angst hat. Angst? Wovor? Angst vor dem Sterben, Herr Kempfert. Fantastisch! Also wenn man jetzt bedenkt, dass man das ganze Theater auch noch unter Wasser setzen kann. Was ist denn? Warum guckst du denn so? Nichts. Ja, ja. Die Römer hatten schon Stil. Und viel Zeit. Na, fahren wir. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis Lohr. Von mir aus musst du dich nicht beeilen. Allmählich fange ich an, diesen Zwangsurlaub zu genießen. Aha. Dann können wir ja auch noch Kreuzgang und Aquädukt machen. Machen? Du redest schon wie ein Vollbluttourist. Na, also, auf! Los geht's! Sur le pont d'Avignon. D'Avignon. Alter, wir sind in Orange. Sur le pont d'Avignon. Kirche heißt nicht umsonst Mutterkirche. Erinnere dich mal an deine eigene Mutter. Hast du bei dir was erreichen können mit Gebrüll und Getrampel? Bestimmt nicht. Also ich jedenfalls habe mir damit immer nur Ärger eingehandelt und wurde auf mein Zimmer geschickt. So wie du. Eberfeld ist dein Zimmer, in das Mutterkirche dich geschickt hat. Ach, Mutterkirche, das ist keine Mutter mehr. Es war noch nie eine, eher ein Vater, dessen Kinder allerdings erwachsen geworden sind. Aber die Kirche will das nicht wahrhaben. Ihr bevormundet immer noch alle. Ach, ihr. Warum wirfst du mich immer in einen Topf mit diesen erzkonservativen Kirchenfürsten? Ich hab dich nicht geworfen. Du bist freiwillig reingesprungen. Jetzt hast du es endlich geschafft. Du bist ein unverbesserlicher Querulant. Was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen? Was hätten wir denn tun sollen? Alle heiligen Lehren und 2000 Jahre Erfahrung einfach über Bord werfen? Nur damit das Schiff nicht untergeht? Nein, Adam, nicht ich hab's mir leicht gemacht, sondern du. Du und deine gelehrten Freunde von der Akademie. Ihr habt die Kirche Stück für Stück demontiert. Ihr habt sie angepasst an den jeweiligen Trend. Und jetzt geht ihr das heulende Elend. Komm. Puh, mir ist auch schon ganz komisch in der Sonne. Adam? Ja? Eigentlich hatte ich gehofft, Silenius und du, ihr würdet euch auf dieser Reise etwas näher kommen. Wie kommst du jetzt darauf? Ich hab nichts gegen ihn. Nein. Du kannst ihn nicht ausstehen. Aber ich will dir nur eins sagen, ohne Silenius läuft in unserer Diözese gar nichts. Er sieht zwar nicht so aus, aber er ist ein einflussreicher Mann. Ohne Beziehungen, Adam, geht auch bei uns nichts. Und ich kann nicht ewig meine schützende Hand über dich halten. Ich kann selber auf mich aufpassen. Pass du lieber auf dich auf. Komm jetzt.
Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Dein Pfarrer ist auch nur ein Mann und deine Mutter sieht fantastisch aus. Ein katholischer Pfarrer, das ist doch was ganz anderes. So jung und so spießig, das ist doch sowieso der totale Wahnsinn, dass die nicht dürfen. Oder kannst du mir sagen, was das bringen soll, wenn ein Mann keine Frau und eine Frau keinen Mann haben darf? Was sie sich in Rom dabei gedacht haben, ist mir gleich. Mir geht's um meine Mutter. Ich weiß doch genau, wie das weitergeht. Früher oder später kommt's raus. Die Leute werden Amok laufen. Karl Stellin wird vom Bischof zu den Heiden nach Afrika geschickt. Meine Mutter ist hier im Job los. Darf wieder Schichtdienst im Krankenhaus machen. Guten Tag. Entschuldigung, aber... Ich wollte sowieso gerade gehen. Ich wollte wirklich nicht... Meine Mutter ist nicht da. Hat sie gesagt, wann sie wiederkommt? Nein. Also ich gehe. Tschüss. 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 Darf ich trotzdem hier auf Sie warten? Bitte. Danke. Sie kennen sich ja bereits aus. Vorne rechts. Lassen Sie sich durch mich nicht stören. Na? Cleopatra? Es geht mich ja nichts an, aber ich habe gedacht, meine Mutter hätte Schluss gemacht mit Ihnen. Du weißt nicht zufällig, wo sie ist. Nein. Heute Morgen hat mein Vater angerufen. Danach war sie völlig daneben. Sie sind doch Pfarrer, Mann. Was soll das? Können Sie mir das mal erklären? Mal abgesehen davon, dass meine Mutter schon genug Probleme mit meinem ersten Vater hat. Haben Sie schon mal an sich gedacht, wenn das rauskommt? Ja, habe ich. Und auch deine Mutter denkt an nichts anderes. Ja, wie sie mir am besten beibringen könnte, dass mein neuer Vater ein Pfarrer ist. Mein Bedarf an Vätern ist gedeckt. Vielen Dank. Und wenn Sie schon nicht an sich selber denken, wie wäre es dann mit den Leuten in Ihrer Gemeinde? Die müssen sich ja ganz schön verarscht vorkommen. Nachdem, was Sie jahrelang von der Kanzel herunter über Sex und Religion und Gebote und Verbote haben anhören müssen, stecken Sie das auch so locker weg? Typisch, kaum taust du auf, ist es aus mit meiner Glückssträhne. Hübsch siehst du aus. Die Liebe scheint dir gut zu tun. Du hast versucht, dein Stilling zu erpressen. Und jetzt willst du mich erpressen. Sophie, Sophie. Mit mir hast du ja schon ziemlich Pech gehabt, aber das? Ein Pfarrer. Ein katholischer Pfarrer. Das wird auch mal wieder eine Katastrophe. Lass Jörg und mich in Frieden. Was ist da? Was sagte mein Sohn dazu, dass du mit einem Pfarrer rumpussierst? Dein Sohn ist Gott sei Dank nicht wie du. Das Einzige, worauf du wirklich stolz sein kannst. Weißt du noch, wie stolz du einmal auf mich warst? Mit dem Rücksitz meiner 500er? Aber dann hast du ja deinen Jesus entdeckt. Und jetzt sitzt du bei dem auf dem Sozius. Na, welche Chance hatte ich gegen den, hä? Keine. Paul war abgemeldet. Dass ich mit dem ganzen Schwindel nichts anfangen konnte, hat dich doch nicht interessiert. Hauptsache, Jesus liebt dich. Tja, und jetzt hat Jesus plötzlich Fleisch und Blut angenommen und ist ein Pfarrer geworden. Also 5000. Und zwar bis morgen. Wenn nicht, werde ich ein paar Jungs von der Zeitung informieren. Die freuen sich immer tierisch, Intimes aus klerikalen Kreisen zu erfahren. 5000, morgen hier, zur gleichen Zeit.
Das Tor zu den Pyrenäen war früher ein umkämpfter Festungsort des Herzogs von Bigorre. Heute ist es Hauptort der Marienverehrung. Die Pilger, aber auch Geschäftsstadt, verdankt ihre Berühmtheit Bernadette Soubirous, der Tochter eines armen Müllers, der hier 1858 mehrmals die Jungfrau Maria erschien. Johannes, also bitte. Was ist los mit dir? Was hast du vor? Was denkst du? Ich wollte nie Priester werden. Das heißt, ich wollte schon. Aber ich habe mir immer gesagt, Johannes, du hast gar nicht das Zeug dazu. Ich war nicht so gescheit wie du. Ohne dich hätte ich das Abitur niemals geschafft, geschweige denn das Examen. Du bist schuld. Die Schuld nehme ich gerne auf mich. Du bist Bischof geworden. Ich bin ein schlechter Bischof. Also komm. Du weißt es. Silenius weiß es. Ich bin ein Versager. Also wirklich, Johannes? Doch. Weißt du, ich habe immer versucht, das Richtige zu tun. Aber bewirkt habe ich gar nichts. Ich habe immer nur verwaltet, Kirchenpolitik gemacht. Unser Image gepflegt. Ich habe mich oft genug lächerlich gemacht mit meiner konservativen Überzeugung. Ich habe viel dazu beigetragen, dass wir es endlich geschafft haben. Keiner will mehr was von uns. Die Menschen gehen an der Kirche vorbei. Gott ist überflüssig. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und ich kann es nicht ändern. Weil mir der Mut fehlt. Weil, und das ist das Schlimmste, Alter, weil ich nicht mehr glaube, irgendetwas ändern zu können. Selbst wenn ich wüsste, was. Ich fürchte, es ist zu spät. Ich bin 42 Jahre alt. Ich habe ein paar verunglückte Liebesgeschichten hinter mir. Und eine katastrophale Ehe. Ich habe einen 18-jährigen Sohn großgezogen. Ich habe mein Leben lang mit kranken und sterbenden Menschen zu tun gehabt. Das Leid, das kenne ich. Das ist. Die Seele kriegt eine dicke Haut mit der Zeit. Um mit allem fertig zu werden, aber du. Es ist nicht zu spät, Manfred, noch kannst du gehen. Wozu? Ich bin kein Priester mehr. Du kannst dein Gesuch noch zurückziehen. Nein, Sophie. Ich weiß, was ich tue. Wovor hast du Angst?
Ich war bei Paul. Ja, und? Wenn er seine Drohung wahrmacht und alles in den Dreck gezogen wird. Ich liebe dich. Wenn ich dich vor 20 Jahren getroffen hätte, wäre ich nie Priester geworden. Ich bin frei, Sophie. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Auch wenn du mich jetzt wegschicken würdest, ändern würde das nichts. Das kann mir keiner mehr nehmen. Meine Freiheit. Und meine Liebe. Alle diese Menschen, Adam, können sich doch nicht irren. Sie glauben. Und der Glaube ist die Logik des Herzens. Das hast du schön gesagt. Tja, reden ist so einfach. Fahren wir. Entschuldigen Sie. Was gibt's? Ich habe gerade mit dem Ordinariat telefoniert. Ihr Vertreter in Eberfeld, Pfarrer Stellin. Er hat um seine Entlassung nachgesucht, ohne Angabe von Gründen. Sie scheint es nicht zu überraschen. Was ist das nur mit Ihnen, Herr Kempfert? Pfarrer Stellin ist einer unserer besten Pfarrer. Wir hatten noch viel vor mit ihm. Aber kaum gerät er in Ihren Dunstkreis und schon... Warum gehen Sie nicht? Die Kirche ist für Sie doch nur ein notwendiges Übel. Ein lästiger Apparat. Das habe ich nie gesagt. Ihrer Meinung nach machen wir doch alles falsch. Nein. Sie machen nichts. Das verstehe ich nicht, Herr Silenius. Wir steuern auf die Apokalypse zu und keiner tut was. Da fallen schwarze Wolken vom Himmel. Da wird das Wasser zu giftigem Blut. Da schreien die Menschen von Geschwüren geplagt in der Finsternis. Ja, schauen Sie nicht so entrüstet, Herr Silenius. Es ist soweit. Alles, was dem Apostel Johannes offenbart wurde vor 2000 Jahren, jetzt ist es soweit. Und die falschen Propheten in der Finsternis, das sind nicht die anderen. Nein, das sind Sie. Und die ewig Gestrigen und Unbelehrbaren, die nicht hören und nicht sehen wollen. Und die nichts tun. Es ist nicht Aufgabe der Kirche, irgendeine gesellschaftliche Ordnung durchzusetzen. Sehr richtig. Aber genau das habt ihr doch jahrtausende lang versucht. Die Leute für dumm zu verkaufen und mit den Mächtigen zu paktieren. Und das geht auch munter weiter. Nur, dass die Leute nicht mehr mitmachen wollen. Und recht haben sie. Die Kirche ist nämlich das Gegenteil der staatlichen Gesellschaft. Eine echte und die einzige Alternative, nämlich die Gesellschaft Gottes in der Welt. Wo, ich zitiere, wo der Wolf beim Lamm wohnt, wo der Panther beim Böcklein liegt,
wo Kalb und Löwe zusammenweiden und so weiter und so weiter. Aber wo ist diese Kirche, Herr Silenius? Wo? Das ist doch eine Utopie, Kempfert. Die Kirche ist nicht von dieser Welt. Oh doch, das ist sie, Herr Silenius. Hier, hier ist sie. Jesus hat das Licht in die Welt gebracht. Und ihr benehmt euch immer noch, als wäre es stockdunkel. Und Sie? Sie sind der einzige Erleuchtete, wie? Nein, ich aber auch im Dunkeln. Aber ich weiß wenigstens noch, wo der Lichtschalter ist. Wo? Das sagen Sie schon. Wo? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber um dies zu kapieren, muss man sich erst selber lieben. Lieben Sie sich, Herr Silenius? Vite, vite, son Éminence est évanoui. Johannes! Seine Medizin! Wasser! Johannes, wir brauchen einen Arzt! Los, arrive! Halt seinen Kopf! Oh, diese blöde Reise! Ich hab's immer gewusst, ihr schafft das nicht einmal bis zur Grotte! Wir kommen! Und jetzt? Was machen wir? Ich werde sofort veranlassen, dass er nach Deutschland gebracht wird. Nun warten Sie doch erst mal ab. Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Mama? Na, du? Du kriegst nichts. Befehl von Sophie. Jörg? Sag mal, würdest du dir was ausmachen, wenn ich dich einfach nochmal wegschicke? Wieso? Wegen mir brauchst du nicht zu kochen und Cola hat's auch noch genug da. Willst du mal beißen? Nein. Ja, ich... Ist was? Also ich... Ich weiß jetzt einfach nicht, wie ich dir das erklären soll. Dann lass es lieber. Wie bitte? Er ist noch hier, ja? Im Schlafzimmer. Jörg... Nicht in diesem Ton. Ton? Ton? Du hältst mir jedes Mal eine Predigt, wenn ich mal ein Mädchen mit draufbringe. Und du? Du treibst es mit einem Pfarrer. Sophie. Keiner redet so mit mir. Dein Vater nicht und du hast recht nicht. Was denkst du dir eigentlich? Ich habe immer deine Macken ertragen. Ich habe immer versucht, dich zu verstehen, auch wenn mir das schwer gefallen ist. Dein Motorrad. Deine unsäglichen Freunde, deine eingebildeten Freundinnen. Ich hab dir vertraut, Jörg. Und das Mindeste, was ich jetzt von dir verlangen kann, ist, dass du mir gefälligst auch vertraust und versuchst, mich zu verstehen und mich nicht hier einfach so anmachst. Ich wollte euch eigentlich zu einer Pizza einladen. Es ist ja nur... Hat hier nicht jemand was von einer Pizza gesagt? Ja. Don Camillo in Bensheim. Ist zwar 30 Kilometer entfernt dafür, aber gibt es die beste Pizza nördlich der Alpen. Und weit genug, dass uns niemand sieht, wie? Also entweder oder. Wenn ihr so anfangt, wird da nie was draus. Wir gehen zu Paolo. Pizza ist zwar nicht so besonders, aber dafür ist der Laden gerade um die Ecke. Mein Sohn, was sagt man dazu? Ja, dann los jetzt. Ich hab einen Riesenhunger. Thank you.
Herr Kempfert. Was hat der Arzt gesagt? Meine Französischkenntnisse sind leider nicht ausreichend. Etwas von einem Tumor habe ich verstanden. Aber so etwas war ja zu befürchten. Ich habe alles arrangiert. Morgen Abend ist er bei Professor Moser in der Klinik. Warum hat er denn nie etwas gesagt? Warum glauben Sie, hat er ständig bei Ihnen im Pfarrhaus gesessen? Aber Sie, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du, das ist... Er hat noch 6 Monate. Vielleicht ein Jahr. Dann sehe ich ganz zu ihm. Ja. Johannes? Wo bin ich? In Lourdes, im Krankenhaus. Hast du uns einen Schrecken eingejagt? Bin ich wieder umgekippt? Ja. Dann scheint es ja doch was Ernsteres zu sein. Ich habe immer geglaubt, das ist der Blutdruck. Hat der Arzt was gesagt? Wir fliegen morgen nach Hause. Dein Professor wird es schon wieder hinkriegen. Und ich war nicht bei der heiligen Jungfrau. Schlaf jetzt, Johannes. Aber du bleibst hier. Ja, natürlich. Du bist der einzige Mensch, den ich habe. Außer dir habe ich nur noch Gott. Nur ist gut. Wie ihr das allerdings durchziehen wollt, ist mir schleierhaft. Du meinst, ein Pfarrer hat nur Pfarrer gelernt, wie? Nee, du. Mit meinem Examen komme ich jederzeit und überall unter. Am liebsten wäre mir ein Verlag. Warum bist du überhaupt Priester geworden? Willst du das wirklich wissen? Schon. Ich meine, es hat dich doch niemand gezwungen, oder? Das nicht. Aber auch meine Mutter hat immer gewollt. Ja, das finde ich ganz fair. Meine Mutter hat damit nichts zu tun. Ah, doch, doch. Das kenne ich schon. Meine Mutter zum Beispiel will unbedingt, dass ich Medizin studiere. Naja, also... Siehst du? So oder so ähnlich war das bei mir auch. Aber trotzdem, es bleibt deine Entscheidung. Deine Verantwortung. Da kann man sich später nicht rausreden. Stimmt's? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Nicht jetzt, nicht heute. Wenn schon. Besser er geht, als dass ein fauler Apfel alle Gesunden verdirbt. Geht. Ein Priester kann doch nicht gehen. Passen Sie doch auf, Sie spritzen doch alles rum. Ich will nicht mehr. Das regt mich alles zu sehr auf. No, wenn der Pfarrer steril geht, dann geht die Chirurgie natürlich auch. Das ist gelungen. Gratuliere. Bravo.
Was soll denn das heißen? Der hat doch keine Ruhe gegeben, der Pharisäer. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, oder was? Der liebe Gott ist ein guter Mann, guter Mann. Oder meine Güte, und der Pfarrer weiß von all dem nichts. Wenn der nach Haus kommt, ist ein Pfarrhaus ein einziges Chaos. Die Schwester ist so wie fort und der Pfarrer Stellin, ich darf überhaupt nicht nachdenken. Ich fürchte auch, dass er etwas gegen Aprikose hat. Selbstverständlich. Ich hab nichts gegen ihn. Nein. Du kannst ihn nicht ausstehen. Aber ich will dir nur eins sagen. Ohne Silenius läuft in unserer Diözese gar nichts. Er sieht zwar nicht so aus, aber er ist ein einflussreicher Mann. Ohne Beziehungen, Adam, geht auch bei uns nichts.
Und ich kann nicht ewig meine schützende Hand über dich halten. Ich kann selber auf mich aufpassen. Pass du lieber auf dich auf. Komm jetzt. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Ein Pfarrer ist auch nur ein Mann und deine Mutter sieht fantastisch aus. Ein katholischer Pfarrer, das ist doch was ganz anderes. So jung und so spießig, das ist doch sowieso der totale Wahnsinn, dass die nicht dürfen. Oder kannst du mir sagen, was das bringen soll, wenn ein Mann keine Frau und eine Frau keinen Mann haben darf? Dass sie sich in Rom dabei gedacht haben, ist mir gleich. Mir geht's um meine Mutter. Ich weiß doch genau, wie das weitergeht. Früher oder später kommt's raus. Die Leute werden Amok laufen. Frau Stellin wird vom Bischof zu den Heiden nach Afrika geschickt. Meine Mutter ist hier im Job los. Darf wieder Schichtdienst im Krankenhaus machen. Guten Tag. Entschuldigung, aber... Ich wollte sowieso gerade gehen. Ich wollte wirklich nicht... Meine Mutter ist nicht da. Hat sie gesagt, wann sie wiederkommt? Nein. Also ich gehe. Tschüss. 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 Darf ich trotzdem hier auf Sie warten? Bitte. Danke. Sie kennen sich ja bereits aus, vorne rechts. Lassen Sie sich durch mich nicht stören. Geht mich ja nichts an, aber ich habe gedacht, meine Mutter hätte Schluss gemacht mit ihm. Du weißt nicht zufällig, wo sie ist. Nein. Heute Morgen hat mein Vater angerufen. Danach war sie völlig daneben. Sie sind doch Pfarrermann. Was soll das? Können Sie mir das mal erklären? Mal abgesehen davon, dass meine Mutter schon genug Probleme mit meinem ersten Vater hat. Haben Sie schon mal an sich gedacht, wenn das rauskommt? Ja, habe ich. Und auch deine Mutter denkt an nichts anderes. Silenius weiß es. Ich bin ein Versager. Also wirklich, Johannes? Doch, 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 doch. Weißt du, ich habe immer versucht, das Richtige zu tun. Aber bewirkt habe ich gar nichts. Ich habe immer nur verwaltet, Kirchenpolitik gemacht, unser Image gepflegt. Ich habe mich oft genug lächerlich gemacht mit meiner konservativen Überzeugung. Ich habe viel dazu beigetragen, dass wir es endlich geschafft haben. Keiner will mehr was von uns. Die Menschen gehen an der Kirche vorbei. Gott ist überflüssig. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und ich kann es nicht ändern. Weil mir der Mut fehlt. Weil, und das ist das Schlimmste, Alter, weil ich nicht mehr glaube, irgendetwas ändern zu können. Selbst wenn ich wüsste, was. Ich fürchte, es ist zu spät.
Ich bin 42 Jahre alt. Ich habe ein paar verunglückte Liebesgeschichten hinter mir. Und eine katastrophale Ehe. Ich habe einen 18-jährigen Sohn großgezogen. Ich habe mein Leben lang mit kranken und sterbenden Menschen zu tun gehabt. Das Leid, das kenne ich. Das ist... Die Seele kriegt eine dicke Haut mit der Zeit. Du bist Bischof geworden. Ich bin ein schlechter Bischof. Also komm. Du weißt es. Silenius weiß es. Ich bin ein Versager. Also wirklich, Johannes? Doch, 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 doch. Weißt du, ich habe immer versucht, das Richtige zu tun. Aber bewirkt habe ich gar nichts. Ich habe immer nur verwaltet, Kirchenpolitik gemacht, unser Image gepflegt. Ich habe mich oft genug lächerlich gemacht mit meiner konservativen Überzeugung. Ich habe viel dazu beigetragen, dass wir es endlich geschafft haben. Keiner will mehr was von uns. Die Menschen gehen an der Kirche vorbei. Gott ist überflüssig. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und ich kann es nicht ändern. Weil mir der Mut fehlt. Weil... Und das ist das Schlimmste, Adam. Weil ich nicht mehr glaube, irgendetwas ändern zu können. Selbst wenn ich wüsste, was. Ich fürchte, es ist zu spät. Ich bin 42 Jahre alt. Ich habe ein paar verunglückte Liebesgeschichten hinter mir. Und eine katastrophale Ehe. Ich habe einen 18-jährigen Sohn großgezogen. Ich habe mein Leben lang mit kranken und sterbenden Menschen zu tun gehabt. Meine Güte, und der Pfarrer weiß von all dem nichts. Wenn der nach Haus kommt, ist ein Pfarrhaus ein einziges Chaos. Die Schwester ist Sophie fort und der Pfarrer Stellin, ich darf überhaupt nicht nachdenken. Ich fürchte auch, dass er etwas gegen Aprikose hat. Selbstverständlich. Thank you.
gleich wieder da. Typisch, kaum taust du auf, ist es aus mit meiner Glückssträhne. Hübsch siehst du aus. Die Liebe scheint dir gut zu tun. Du hast versucht, deinen Stilling zu erpressen. Und jetzt willst du mich erpressen. Sophie, Sophie. Mit mir hast du ja schon ziemlich Pech gehabt, oder das? Pfarrer. Katholischer Pfarrer. Das wird auch mal wieder eine Katastrophe. Lass Jörg und mich in Frieden. Was ist da? Was sagte mein Sohn dazu, dass du mit einem Pfarrer rumpussierst? Dein Sohn ist Gott sei Dank nicht wie du. Das Einzige, worauf du wirklich stolz sein kannst. Weißt du noch, wie stolz du einmal auf mich warst? Mit dem Rücksitz meiner 500er? Aber dann hast du ja deinen Jesus entdeckt. Und jetzt sitzt du bei dem auf dem Sozius. Na, welche Chance hatte ich gegen den, hä? Keine. Paul war abgemeldet. Dass ich mit dem ganzen Schwindel nichts anfangen konnte, hat dich doch nicht interessiert. Hauptsache, Jesus liebt dich. Tja, und jetzt hat Jesus plötzlich Fleisch und Blut angenommen und ist ein Pfarrer geworden. Also 5000. Und zwar bis morgen. Wenn nicht, werde ich ein paar Jungs von der Zeitung informieren. Die freuen sich immer tierisch, Intimes aus klerikalen Kreisen zu erfahren. 5000, morgen hier, zur gleichen Zeit. Das Tor zu den Pyrenäen war früher ein umkämpfter Festungsort des Herzogs von Bigorre. Heute ist es Hauptort der Marienverehrung. Die Pilger, aber auch Geschäftsstadt, verdankt ihre Berühmtheit Bernadette Soubirous, der Tochter eines armen Müllers, der hier 1858 mehrmals die Jungfrau Maria erschien ist. Johannes, also bitte. Was ist los mit dir? Was hast du vor? Was ist denn? Warum guckst du denn so? Nichts. Ja, ja. Die Römer hatten schon Stil. Und viel Zeit. Na, fahren wir. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis Loren. Von mir aus musst du dich nicht beeilen. Allmählich fange ich an, diesen Zwangsurlaub zu genießen. Aha. Dann können wir ja auch noch Kreuzgang und Aquädukt machen. Machen? Du redest schon wie ein Vollbluttourist. Na, also, auf! Los geht's! Sur le pont d'Avignon. Ada, wir sind in Orange. Sur le pont d'Avignon. Die Kirche heißt nicht umsonst Mutterkirche. Erinnere dich mal an deine eigene Mutter. Hast du bei dir was erreichen können mit Gebrüll und Getrampel? Das stimmt nicht. Also ich jedenfalls habe mir damit immer nur Ärger eingehandelt und wurde auf mein Zimmer geschickt. So wie du. Eberfeld ist dein Zimmer, in das Mutterkirche dich geschickt hat. Ach, Mutterkirche, das ist keine Mutter mehr. Es war noch nie eine. Eher ein Vater, dessen Kinder allerdings erwachsen geworden sind. Aber die Kirche will das nicht wahrhaben. Ihr bevormundet immer noch alle. Ach, ihr. Warum wirfst du mich immer in einen Topf mit diesen erzkonservativen Kirchenfürsten? Ich hab dich nicht geworfen. Du bist freiwillig reingesprungen. Jetzt hast du es endlich geschafft. Du bist ein unverbesserlicher Querulant. Was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen? Was hätten wir denn tun sollen? Alle heiligen Lehren und 2000 Jahre Erfahrung einfach über Bord werfen? Nur damit das Schiff nicht untergeht? Nein, Adam, nicht ich hab's mir leicht gemacht, sondern du. Du und deine gelehrten Freunde von der Akademie. Ihr habt die Kirche Stück für Stück demontiert. Ihr habt sie angepasst an den jeweiligen Trend.
Und jetzt geht dir das heulende Elend. Komm, du, mir ist auch schon ganz komisch in der Sonne. Adam? Ja? Eigentlich hatte ich gehofft, Silenius und du, ihr würdet euch auf dieser Reise etwas näher kommen. Wie kommst du jetzt darauf? Ich hab nichts gegen ihn. Du kannst ihn nicht ausstehen. Aber ich will dir nur eins sagen. Ohne Silenius läuft in unserer Diözese gar nichts. Er sieht zwar nicht so aus, aber er ist ein einflussreicher Mann. Ohne Beziehungen, Adam, geht auch bei uns nichts. Und ich kann nicht ewig meine schützende Hand. Ich bin 42 Jahre alt. Ich habe ein paar verunglückte Liebesgeschichten hinter mir. Und eine katastrophale Ehe. Ich habe einen 18-jährigen Sohn großgezogen. Ich habe mein Leben lang mit kranken und sterbenden Menschen zu tun gehabt. Das Leid, das kenne ich. Das ist... Die Seele kriegt eine dicke Haut mit der Zeit. Um mit allem fertig zu werden, aber du. Es ist nicht zu spät, Manfred, noch kannst du gehen. Wozu? Ich bin kein Priester mehr. Du kannst dein Gesuch noch zurückziehen. Nein, Sophie. Ich weiß, was ich tue. Wovor hast du Angst? Ich war bei Paul. Ja, und? Wenn er seine Drohung wahr macht und alles in den Dreck gezogen wird. Ich liebe dich. Wenn ich dich vor 20 Jahren getroffen hätte, wäre ich nie Priester geworden. Ich bin frei, Sophie. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet. Auch wenn du mich jetzt wegschicken würdest, ändern würde das nichts. Das kann mir keiner mehr nehmen. Meine Freiheit. Und meine Liebe. Unverbesserlicher Querulant. Was hätte ich denn deiner Meinung nach tun sollen? Was hätten wir denn tun sollen? Alle heiligen Lehren und 2000 Jahre Erfahrung einfach über Bord werfen? Nur damit das Schiff nicht untergeht? Nein, Adam, nicht ich hab's mir leicht gemacht, sondern du. Du und deine gelehrten Freunde von der Akademie. Ihr habt die Kirche Stück für Stück demontiert. Ihr habt sie angepasst. An den jeweiligen Trend. Und jetzt geht dir das heulende Elend. Komm, du, mir ist auch schon ganz komisch in der Sonne. Adam? Ja? Eigentlich hatte ich gehofft, Silenius und du, ihr würdet euch auf dieser Reise etwas näher kommen. Wie kommst du jetzt darauf? Ich hab nichts gegen ihn. Du kannst ihn nicht ausstehen. Aber ich will dir nur eins sagen. Ohne Silenius läuft in unserer Diözese gar nichts. Er sieht zwar nicht so aus,
Aber er ist ein einflussreicher Mann. Ohne Beziehungen, Adam, geht auch bei uns nichts. Und ich kann nicht ewig meine schützende Hand über dich halten. Ich kann selber auf mich aufpassen. Pass du lieber auf dich auf. Komm jetzt. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Dein Pfarrer ist auch nur ein Mann und deine Mutter sieht fantastisch aus. Ein katholischer Pfarrer, das ist doch was ganz anderes. So jung und so spießig, das ist doch sowieso der totale Wahnsinn, dass die nicht dürfen. Oder kannst du mir sagen, was das bringen soll, wenn ein Mann keine Frau und eine Frau keinen Mann haben darf? Dass sie sich in Rom dabei gedacht haben, ist mir gleich. Mir geht's um meine Mutter. Ich weiß doch genau, wie das weitergeht. Früher oder später kommt's raus. Die Leute werden Amok laufen. Karl Stellin wird vom Bischof zu den Heiden nach Afrika geschickt. Meine Mutter ist hier im Job los. Darf wieder Schichtdienst im Krankenhaus machen. Guten Tag. Entschuldigung, aber... Ich wollte sowieso gerade gehen. Ich wollte wirklich nicht... Meine Mutter ist nicht da. Hat sie gesagt, wann sie wiederkommt? Nein. Also ich gehe. Tschüss. 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 Darf ich trotzdem hier auf Sie warten? Sie scheint es nicht zu überraschen. Was ist das nur mit Ihnen, Herr Kempfert? Pfarrer Stellin ist einer unserer besten Pfarrer. Wir hatten noch viel vor mit ihm. Aber... kaum gerät er in Ihren Dunstkreis und schon... Warum gehen Sie nicht? Die Kirche ist für Sie doch nur ein notwendiges Übel, ein lästiger Apparat. Das habe ich nie gesagt. Ihrer Meinung nach machen wir doch alles falsch. Nein. Sie machen nichts. Das verstehe ich nicht, Herr Silenius. Wir steuern auf die Apokalypse zu und keiner tut was. Da fallen schwarze Wolken vom Himmel. Da wird das Wasser zu giftigem Blut. Da schreien die Menschen von Geschwüren geplagt in der Finsternis. Ja, schauen Sie nicht so entrüstet, Herr Silenius. Es ist soweit. Alles, was dem Apostel Johannes offenbart wurde vor 2000 Jahren, jetzt ist es soweit. Und die falschen Propheten in der Finsternis, das sind nicht die anderen. Nein, das sind Sie und die ewig Gestrigen und Unbelehrbaren, die nicht hören und nicht sehen wollen. Und die nichts tut. Es ist nicht Aufgabe der Kirche, irgendeine gesellschaftliche Ordnung durchzusetzen. Sehr richtig. Aber genau das habt ihr doch jahrtausende lang versucht. Die Leute für dumm zu verkaufen und mit den Mächtigen zu paktieren. Und das geht auch munter weiter. Nur, dass die Leute nicht mehr mitmachen wollen. Und recht haben sie. Die Kirche ist nämlich das Gegenteil der staatlichen Gesellschaft. Eine echte und die einzige Alternative. Nämlich die Gesellschaft Gottes in der Welt. Wo... ich zitiere, wo der Wolf beim Lamm wohnt, wo der Panther beim Böcklein liegt, wo Kalb und Löwe zusammenweiden und so weiter und so weiter. Aber wo ist diese Kirche, Herr Silenius? Wo? Das ist doch eine Utopie, Kempfert. Die Kirche ist nicht von dieser Welt. Oh doch, das ist sie, Herr Silenius. Hier, hier ist sie. Jesus! Hat das Licht in die Welt gebracht. Und ihr benehmt euch immer noch, als wäre es stockdunkel. Und Sie? Sie sind der einzige Erleuchtete, wie? Nein, ich tappe auch im Dunkel. Aber ich weiß wenigstens noch, wo der Lichtschalter ist. Wo? Na, sagen Sie schon. Wo? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber um dies zu kapieren, muss man sich erst selber lieben. Lieben Sie sich, Herr Silenius? Vite, vite, son éminence est évanouie. Hannes, also bitte. Was ist los mit dir? Was hast du vor?
was denkst. Ich wollte nie Priester werden. Das heißt, ich wollte schon. Aber ich habe mir immer gesagt, Johannes, du hast gar nicht das Zeug dazu. Ich war nicht so gescheit wie du. Ohne dich hätte ich das Abitur niemals geschafft, geschweige denn das Examen. Du bist schuld. Die Schuld nehme ich gerne auf mich. Du bist Bischof geworden. Ich bin ein schlechter Bischof. Also komm. Du weißt es. Silenius weiß es. Ich bin ein Versager. Also wirklich, Johannes? Doch, 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 doch. Weißt du, ich habe immer versucht, das Richtige zu tun. Aber bewirkt habe ich gar nichts. Ich habe immer nur verwaltet, Kirchenpolitik gemacht, unser Image gepflegt. Ich habe mich oft genug lächerlich gemacht mit meiner konservativen Überzeugung. Ich habe viel dazu beigetragen, dass wir es endlich geschafft haben. Keiner will mehr was von uns. Die Menschen gehen an der Kirche vorbei. Gott ist überflüssig. Jeder geht seinen eigenen Weg. Und ich kann es nicht ändern. Weil mir der Mut fehlt. Weil, und das ist das Schlimmste, Alter, weil ich nicht mehr glaube, irgendetwas ändern zu können. Selbst wenn ich wüsste, was. Ich fürchte, es ist zu spät. Ich habe auf dich gewartet, Unter.